Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Food Haul. Ich muss meine Mütze auflassen. I'm so sorry. Bad Hair Day hoch 100. Und ich war gerade mit meiner Mama einkaufen. Wir waren beim Apfelhof, waren kurz beim Aldi und wir waren beim Eiskönig. Und da gab es so viele geile Angebote und ich habe richtig zugeschlagen. Und ich glaube, ich würde euch die Produkte vom Eiskönig auch gerne als erstes zeigen, damit ich das endlich einfrieren kann. Es ist jetzt höchste Eisenbahn. Deswegen fangen wir da mal an. Ich guck mal, ob ich vielleicht den Kassenbon habe. Vielleicht erinnere ich mich aber auch noch an die Preise. Also ich habe auf jeden Fall zwei Thermobeutel voll beim Eiskönig, oder sagen wir anderthalb voll, beim Eiskönig gekauft. Zum einen habe ich so eine Eisrolle gekauft. Sahnerolle mit Schokolade. Die gibt es ja auch mit Zitrone und Erdbeer und so. Die hat nur noch 50 Cent gekostet. Richtig geil. Und ich glaube, mit Schoko habe ich die noch nie gegessen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie die ist. Wie gesagt, 50 Cent. Dann habe ich meinen teuersten Artikel. Das ist so eine Packung Twix Eis. Riesenpackung. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall sind da 6x3 Stück drin. Insgesamt 18 Stück für, ich glaube, 4,99 oder 5,99. Also das war halt der teuerste Artikel. Aber ich dachte, das ist vielleicht ganz geil. Mal so ein Twix-Eis. Da gab es auch noch Bounty und Snickers. Mars leider nicht. Mars hätte ich gern gehabt. Dann für 99 Cent einmal diese 4 Donuts. Da gibt es ja öfter mal so auch größere Donut-Packungen. Und ich finde das immer ganz süß, mal so ein paar kleine zu haben, die man einfach so auftauen kann, wenn mal jemand zum Kaffee kommt oder so. Also wobei ja momentan nicht so viele Leute kommen. Aber für mich selber mag ich die auch ganz gern. Also die 99 Cent. Dann habe ich eine Pizza. Das ist so eine Mozzarella-Pizza. Und ich glaube, dass die von Ristorante eigentlich ist. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das eine Markenpizza. 10 Stück haben 10 Euro gekostet. Ich habe allerdings nur eine jetzt davon mitgenommen, weil meine Mama hat nämlich 9 Stück schon eingeladen und hat mich dann gefragt, ob ich auch noch eine brauche, weil ihr nichts mehr einfiel, weswegen sie jetzt noch eine nehmen sollte. Und deswegen, ja, 10 Stück für 10 Euro, das bedeutet, die hat 1 Euro gekostet. Dann zweimal diese geilen Töpfe von Magnum, Praline. Das ist Eiscreme mit Milchschokoladenstückchen in einer knackigen Milchschokoladenhülle. Es ist richtig lecker und es ist halt mit so ein bisschen, ja, so ein bisschen nussig. Total geil. Zwei Pötte, die kosten jeweils, ich glaube, 99 Cent. 99 Cent und da ist, ich glaube, 500 Milliliter, nee, 440 Milliliter. Die gab es auch noch mit dunkler Schokolade und Himbeere, aber die habe ich schon mal probiert, die mochte ich nicht so gern. Aber dieses hier ist sehr gut. Wobei natürlich am besten immer noch ist, irgendwie weiße Schokolade mit diesem Oreo-Geschmack, ne? Ihr wisst, was ich meine. White Chocolate and Cookies heißt es, glaube ich. Aber für 99 Cent muss man sich da auf jeden Fall einen Vorrat anlegen. Da führt kein Weg dran vorbei. So, dann haben wir hier einmal Milka-Eis am Stiel, auch für 99 Cent, da sind 3 Stück drin. Also eins nur 33 Cent, überlegt mal, wie viel an der Tankstelle dafür bezahlt. Völlig crazy. Und dann auch eine Packung Daim-Eis, da sind glaube ich auch 3 Stück drin, genau, auch für 99 Cent. Die sind für den Mann, Milka ist für mich oder halt für die Kinder. Dann gab es noch eine Packung davon. Schokolade, ich weiß nicht, wie man, Profiterol? Schokoladeprofiterol, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es hier, Mini-Windbeutel mit Schokolade, ja, so. Also außen Schokolade, innen ganz normal. Ich glaube, die haben 2 Euro oder 2,50 Euro. Also 1,99 oder 1 oder 2,49 oder so gekostet. Die wollen es mal ausprobieren, die sahen jetzt lecker aus. Und auch für 50 Cent so eine Packung mit Donauwelle, und das ist gute Donauwelle. Ich meine, dass das auch wieder Koppenrad, ja, hier steht auch drauf, Koppenrad und Wiese. 4 Stücke für 50 Cent. Richtig, richtig gut und die schmecken echt lecker. Da gibt es normalerweise beim Eiskönig auch immer Erdbeerrolle. Erdbeerboden, wie sagt man das? Erdbeersahne. Na, auch so Stücke mit Erdbeer auf jeden Fall. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Auch super lecker. Und ja, da ich weiß, dass sie gut schmecken und wie gesagt, 50 Cent, das ist einfach der absolute Oberknüller. Ich habe richtig gute Sachen gekauft. Ich habe 12, 13 Euro oder so bezahlt für alles zusammen.
Geil, und jetzt muss ich erstmal Platz in meiner Eistruhe finden. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob ich überhaupt so viel Platz habe. Und habe deswegen schon auf ein paar Sachen verzichtet, die auch im Angebot waren. Da gab es zum Beispiel auch Schokoladentorte von Konrad und Wiese, diese kleinen, für 2 Euro. Hätte ich so gerne mitgenommen. Ich habe auch noch von Konrad und Wiese eine kleine Himbeer-Mascarpone-Torte eingefroren. Die hat auch mal irgendwie nur 2 Euro gekostet. Aber ja, so viel Platz habe ich nicht. Ich muss erstmal ein bisschen was aufbrauchen. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir eine kurze Unterbrechung. Ich packe das kurz ins Gefrierfach und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, da bin ich wieder. Genau, wir machen einfach mal mit dem Apfelhof weiter. Da habe ich einfach 3 verschiedene Apfelsorten mitgenommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen. Tja, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich möchte gerne süß und knackig haben. Und jetzt habe ich 2 kleine, die so ein bisschen einen herbstlichen Farbton haben, sage ich mal. Dann habe ich 2 von diesen. Total geil, wie die einfach unterschiedliche Formen und Farben haben. Aber es sind halt die gleichen. Ich bin da sehr gespannt. Gerade bei dem. Ob denn, also vom Aussehen her denke ich gleich, oh, der ist wahrscheinlich sauer. Und oh, die finde ich einfach nur geil. Ich weiß gar nicht, ob das... Wie heißen die denn? Ob das die Braeburn waren? Naja, auf jeden Fall sind die riesengroß. Wenn man das jetzt mal im Vergleich sieht zu dem anderen. Und zu meiner Hand. Voll die coolen Äpfel. Also diese 6 Stück habe ich mitgenommen. Und ja, die werde ich jetzt alle mal nacheinander aufmampfen. Ich hätte eigentlich auch noch gerne noch mehr mitgenommen. Aber ich hatte kein Bargeld dabei. Und meine Mama hat das für mich bezahlt. Und ich wollte nicht 100.000 Äpfel, dass sie die bezahlen muss. So. Das war die Begründung dahinter. Und meine Mama hat auch ganz viele eigene mitgenommen und hat bei der einen Sorte, wo sie glaube ich 5 oder 6 von hat, hat sie schon gesagt, dass sie mir davon was abgibt. Beim Aldi haben wir einmal diese günstige Capri-Sonne gekauft. Wir haben davon noch was, aber ich habe gedacht, sicherheitshalber, gleich nochmal eine mitnehmen. Ich bin ja nicht so oft beim Aldi, in letzter Zeit ja auch wieder öfter mal beim Penny dann oder so. Und deswegen habe ich gedacht, das schadet nicht. Dann habe ich etwas für mich selber mitgenommen. Und zwar Limits. Süß, oder? Also ich fand sie sehr schön. Einmal gelbe Tulpen und einmal diese Farbe liebe ich ja. Mit diesem Gelb und Orange-Rot. Die Pakete haben jeweils 1 Euro gekostet. Und wenn die reduziert sind und auch so schön aussehen, dann gönne ich mir immer mal welche. Die werde ich gleich schön beschnibbeln und dann kommen die in die Stube auf den Tisch. Dann habe ich mitgenommen eine Packung Toastbrot, also hier so ein Sandwich-Toast. Das brauchen wir. Und also das ist hauptsächlich für den Mann eigentlich. Und dann habe ich für mich einmal Sonnenblumenkernbrot mitgenommen. Habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich richtig drauf. Ich muss dazu sagen, dass in letzter Zeit meine Mama auch ganz oft Brot gebacken hat. Sie hat einen Brotbackautomaten zu Weihnachten bekommen und hat dann ein bisschen dunkleres Brot, aber auch Weißbrot und so Ciabatta-Brot gebacken. Sehr, sehr lecker. Ich habe auch ein bisschen was davon eingefroren. Ja, aber es ist halt auch schön, wenn man mal, also weil das hält halt nicht so lange, das muss man dann am gleichen oder am nächsten Tag essen oder halt einfrieren, weil da ja keine Konservierungsstoffe oder irgendwas mit dran ist. Und ich freue mich aber, wenn ich hier auch mal so ein Schwarzbrot habe, wo ich dann einfach spontan sagen kann, jo, da habe ich jetzt Bock drauf. Deswegen gab es das diesmal wieder. Dann habe ich einmal Milchschnitte mitgenommen. Einfach, weil ich davor stand und ein bisschen Hunger hatte und dachte, oh, Milchschnitte. Dann eine Packung Eier. Das sind diesmal L-Eier. Ja, sehr gut. Kriegt man sehr selten. Ich war auch immer noch nicht beim Eierhof. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, ja, ich glaube 4 große Packungen Eier. Also Eierpackung. Und 2 kleine Eierpackungen. Die einfach darauf warten, dass ich sie zum Eierhof bringe, weil ich wollte das gerne dahin bringen. Ich habe halt die Verpackung, also diesen Müll, dieses Etikett quasi hier von den Läden abgemacht. Und dann können die vom Eierhof die ja nochmal wieder benutzen, bevor man die wegschmeißt. Und wollte mir halt da eine große Portion Eier holen. Aber irgendwie komme ich da einfach nicht hin. Ich glaube erst nächste Woche. Genau, nächste Woche. Und ja, bis dahin brauchen wir Eier und deswegen gibt's die. Dann habe ich hier 2-mal diese Salettis mitgenommen. Das ist, ja, Beefy für den Mann.
wir gleich. Einmal Milchreis von Mandarin, das ist der klassische. Ich hatte neulich mal nicht auch mal einen mit Vanilleart. Der war, glaube ich, auch ganz lecker. Und das ist jetzt der klassische. Einfach, weil ich noch offenen Apfelmus da habe. Und ja, ich glaube, dass ich dann Milchreis und Apfelmus gerne zusammen essen möchte. Achso, dieses Video drehe ich heute jetzt am Mittwoch schon für euch, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Es ist jetzt einiges, was ich eingekauft habe. Kann auch sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen was nachkaufe. Aber ich wollte euch unbedingt meine Eiskönig-Ausbeute zeigen. Deswegen ist es jetzt Mittwoch. Also falls ihr vielleicht bei Instagram oder so schon mal zwischendurch eine Portion Milchreis seht, dann wisst ihr Bescheid. Also, dann wisst ihr dann Bescheid. Ihr werdet Bescheid haben gewusst. Bescheid gewusst haben. Oh, das ist zu crazy. Ich habe einmal Mon Dessert Double Nut mitgenommen für den Mann. Und dann waren, ich glaube, auf 29 Cent reduziert diese Sahne-Joghurts von der Eigenmarke, also von Milsani. Da habe ich zweimal Erdbeere mitgenommen und einmal Pfirsich-Maracuja für den Mann. Und jetzt kommt hier nichts Spannendes mehr. Ich habe nochmal so ein Glas Fertigsoße mitgenommen. Nudelsoße Basilico. Basilico, ja. Also mit Basilikum und noch anderen Kräutern. Habe ich mitgenommen, weil ich etwas ausprobieren möchte. Und beim letzten Mal hatte ich auch so eine Basilikumsoße dafür. Deswegen, ja, dachte ich, das sei eine gute Idee. Aber auch sicherheitshalber, falls es schnell gehen muss. Weil ich in letzter Zeit keine Lust habe, jedes Mal eine Bolognese zu machen. Und ja, deswegen habe ich das Glas. Dann habe ich Tomaten mitgenommen. Und zwar Tomaten ganz und geschält. Das Problem ist nur leider, dass es keine großen Dosen gab. Und deswegen habe ich sechs kleine Dosen mitnehmen müssen. Fand ich total ätzend, weil das ist ganz schön viel Verpackung. Es ist irgendwie nervig, wenn man da 1000 kleine Dosen reinhauen muss. Ich möchte nämlich eine Tomatensuppe demnächst machen. Und es gab aber halt einfach keine großen Dosen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann muss das halt auch so gehen. Wird schon. Und als letztes Teil habe ich einmal Currypulver mitgenommen. Das waren nämlich alle. Wir haben ja eigentlich das kleine von Ostmann. Und ja, dann habe ich Curryreis gemacht und habe gedacht, oh nein, hoffentlich reicht es. Mir persönlich hat es gereicht, es war okay, aber ich habe auch schon gemerkt, es war hart an der Grenze. Und dann sagte der Mann irgendwann beim Essen, kannst du mir nochmal eben Currypulver bringen? Ich glaube, ich muss das nochmal eben ein bisschen nachwürzen. Ich sage, ja, es gibt ein kleines Problem. Ich habe von Jeff Spices Curry Madras. Das hat er dann darüber gemacht, aber das schmeckt natürlich nochmal anders, nochmal intensiver als normales Currypulver. Genau, also das war jetzt eine relativ kleine Ausbeute. Wie gesagt, es ist erst Mittwoch und ich wollte euch hauptsächlich die Eiskönig-Einkäufe zeigen. Es kann sein, dass ich jetzt nochmal die Tage einkaufen gehe. Ich denke, der Mann, ich weiß gar nicht, ob er noch Nachschub an Wurst braucht oder so. Und ich habe auch noch keinen Essensplan gemacht. Ich stecke ja quasi noch in meinem alten Essensplan drin. Deswegen überlege ich, ob ich euch vielleicht einfach zwei Videos hochlade und euch dann nochmal den Essensplan sage. Oder vielleicht gibt es auch diese Woche keinen für euch. Das weiß ich noch nicht so genau. Eigentlich fand ich das ganz cool und habe mich ja auch fast brav an den Plan gehalten bisher. Aber das werden wir sehen. Ich habe erstmal das hier für euch abgedreht und kann euch das hier zeigen. Und ich würde sagen, ihr lasst euch einfach überraschen, ob noch ein Foodhaul von mir kommt oder nicht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Tschö mit Ö.